Moin, so Typis, ach, nicht vom Blog. Willkommen zum weiteren. Weiteres Review, ein weiteres Lego Review. Headbricks. Ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich Headbricks vorstelle. Diesmal aus der Star Wars Reihe. The Mandalorian und The Shield. The Mandalorian und The Shield. Ja. Ich glaube, das war eine einzige einzelne Serie, was da ist. Nur darunter kann ich euch nicht viel sagen. The Shield sieht natürlich aus wie Baby Yoda. 113 Teile wird das wohl sein und 114 Teile. Aber sonst machen die ja hier keinen Sinn. Ja. Dann habt ihr natürlich auch wieder was dabei. Ersatzteilmäßig habt ihr auch was. Flupp. Und zwei Anleitungen. Also könntet ihr auch zu zweit bauen. Einmal The Shield und einmal den Mandalorian. Der Shield hat 73 Bauabschnitt. Ja, wenn jetzt hier mal so gerade in der Zeit. Hier steht zwar 2000. Müsste irgendwelche Games sein. Aber wenn man ihn gerade hier so aufblitzen sieht, 43 Bauabschnitt ließ, 39 Seiten, ich meine jetzt R2-D2. Ja, in der Zeit, wo ich gerade die Videos aufnehme, es ist nur noch fast eine Woche hin, wo der neue R2-D2 vorgestellt wird. Oder rauskommt zum 1.3. Ich nehme das Video, glaube ich, am 25. Februar auf, deswegen ist es nicht mehr weit. Bis das rauskommt. The Shield. Ist jetzt auch nur, weil ich den R2-D2 gerade zufälligerweise hier in das Heftchen gesehen habe. Oh. Ja. Hier gibt es auch noch mal ein paar Sets. Habe ich euch überhaupt die Setnummer schon gesagt? Das ist die 75317. Glaube ich nicht. Habt ihr noch mal ein paar andere Sets. 52 Bauabschnittlis, 47 Seiten. The Mandalorian. Ja, und dann kommen wir mal zu die beiden an sich. Ja, habt ihr einmal The Shield. Zack, könnt ihr euch auch rausnehmen. Ihr sitzt in so ein kleines Eichen. Fast so ein Ei-artig sieht das aus. Ist alles auf so einem Sockel. Zwei Prints habt ihr verbaut. Die Augen. Ja. Mehr gibt es dazu eigentlich auch nichts zu sehen. Ihr habt bei Mandalorian habt ihr noch eine kleine Waffe hinten drin. Er hat keinen Prinz verbaut, weil er hat auch keine Augen. Er hat nämlich einen Helm auf. Ja, und das ist ja nochmal von hinten, von der Seite. Ja, mehr gibt es auch dazu nichts zu sagen. Ja, das ist das. So, machen wir mal links und rechts. Dann seht ihr die beiden auch. Hier und hier draufgelegt. Und die Ersatzteile. Das war das dann, das Video. Ja, komm jetzt. Ist egal, The Shield. Okay. Irgendwie will er jetzt hier raus. Das war aber das Review von den beiden. Will ich mal sagen, wenn euch das ganze Ding heute wieder gefallen hat, drückt mir das Däumchen nach oben, lasst mir ein Abo da, tschüss, bis zum nächsten Mal und tschüssi.